Willkommen back. Guido Kanz moderiert neue Folgen dieser Kultshow. Neue Aufgabe für Guido Kanz. 46, 22 Jahre nach dem vorläufigen Aus kommt die frühere TV-Sendung Montagsmaler zurück auf die Bildschirme und der Entertainer aus Pots übernimmt die Moderation. Ich freue mich sehr, zusätzlich zu Verstehen Sie Spaß? Einen weiteren TV-Klassiker moderieren zu dürfen. Mit der Sendung erfüllt der SWR mir einen großen Wunsch, der schon lange auf meiner Löffelliste steht. Die Montagsmaler oder wie ich gerne sage, Hund, Katze, Maus, so der 46-Jährige. Meint er das ernst? Dieser Kultkomiker würde sogar ins Dschungelcamp gehen. 40 neue Folgen von Montagsmaler. Der SWR hat 40 neue Ausgaben der einstigen Kultshow in Auftrag gegeben, ab September wird die Neuauflage zu sehen sein. SWR-Unterhaltungschefin Barbara Breidenbach: Generationen von Fernsehzuschauern haben sich an diesem Klassiker erfreut, haben mitgefiebert und mitgeraten. Ich freue mich auf knifflige und spannende Ratespiele. Aldi bringt dieses Kulteis aus den 80ern zurück. Die Show war zwischen 1974 und 1996 eine feste Größe im TV. In den ersten 6 Jahren wurde die Montagsmaler von Frank Elstner präsentiert. Nachdem dann Reinhard Mehl 3 Ausgaben präsentierte, übernahm Sichi Harreis die Moderation zwischen 1980 und 1996. Am Montagsmaler-Konzept soll sich nichts ändern. An der Neuauflage wird Elstner allerdings nicht mehr beteiligt sein. Harreis verstarb vor 10 Jahren. Am Konzept von Die Montagsmaler soll sich nichts ändern. Wie gehabt treten Teams gegeneinander an, um gemalte Begriffe zu erraten. Mit dabei sind in jeder Ausgabe auch 4 Promis, die gegen 8 Normalo-Kandidaten antreten, davon sind 4 Kinder.